Menschen in München wird Ihnen präsentiert von der Legion Akademie München. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Willkommen, liebe Zuschauer, zu Menschen in München. Begegnungen sind ja zurzeit, wie wir alle wissen, nicht möglich. Deshalb senden wir heute in einem neuen virtuellen Format. Wir erleben ja hier in der Stadt einen Shutdown. Vieles ist in München einfach heruntergefahren. Es trifft nicht nur die Wirtschaft, sondern extrem hart auch die Theater, die Kunst und natürlich auch die Kultur. Unser Thema heute: Münchner Theater im Zeitalter, im Zeichen von Corona. Die Theaterkunst ist die lebendigste aller Künste, doch sind die Theater einfach dicht. Der Vorhang ist zu und so viele Existenzfragen sind einfach offen. Der Vorhang, beziehungsweise an allen Theatern, kann wegen der Corona-Pandemie derzeit nicht gespielt werden. Ich begrüße unsere Teilnehmer, das sind Münchner Theatermacher. Andrea Gronemeyer, sie ist Intendantin der Schaubühne, ein wunderbares Theater für junges Publikum. Ich begrüße Thomas Peckney und seine Geschäftsführerin Veronika Freitag. Peckney ist Intendant der Komödie im Bayerischen Hof. Die Komödie im Bayerischen Hof steht für Bestes Boulevardtheater. Und ich begrüße auch ganz herzlich Georg Meyer, Theaterintendant der Iberl-Bühne. Die Iberl-Bühne ist ein großartiges bayerisches Wirtshaustheater im Herzen unserer Stadt. Frau Gronemeyer, die Theater durften ja erst nicht mehr ihre Vorstellungen geben und mittlerweile darf ja auch nicht mehr geprobt werden. Was ist denn überhaupt noch zu tun am Theater? Ja, zum Glück gibt es immer unglaublich viel, was liegen bleibt und nicht fertig ist. Und wir bereiten natürlich die nächste Spielzeit vor, ganz klar. Was spielen wir in der nächsten Saison? Die neuen Stücke, die neuen Regieteams werden engagiert. Auf der anderen Seite renovieren wir ein bisschen in sehr kleinen Zweierteams. Unsere Techniker renovieren das Haus und bringen alles auf Vordermann. Okay. Herr Peckney, Sie sind ja so ein Aktionsmensch. Intendanten sind ja alle Aktionsmenschen. Und irgendwie kommt es mir vor, als hätte man so einen Formel-1-Wagen in die Garage gestellt und der darf jetzt irgendwie nicht mehr fahren. Wozu nutzen Sie Ihre Zeit? Ja, Herr van Hofen, Sie haben ein schönes Bild dafür gefunden. Das ist eine Vollbremsung, die wir hier hinlegen müssen und kein Mensch fühlt sich dabei wohl. Es muss jetzt offensichtlich so sein. Wir machen das genauso. Wir arbeiten an der Bestuhlung, wir machen Renovierungsarbeiten und versuchen einfach ein bisschen dieses wunderschöne Theater, das ja original in den 50er Jahren noch ist, ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Ja, wir hätten ja noch 3 Premieren diese Spielzeit. Natürlich, die nächste Spielzeit ist völlig vorgeplant. Wir sind dabei, in den nächsten Tagen unsere Spielplanvorschau für die großen neuen Premieren nächste Spielzeit rauszubringen. Klar sind wir furchtbar gelähmt. Das ist eine Blockadehaltung, der wir uns hier fügen müssen. Und das ist deprimierend. Herr Meyer, ich meine, Sie sind ja nun auch so ein rastloser Theatermacher. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie Sie da jetzt in der Iberl-Bühne sitzen und einfach nichts zu tun haben. Gibt es denn irgendwo bei Ihnen, wird da noch gearbeitet? Ja, also ich bin ja gerade voll im Dichten für das neue Stück, das ich im Dezember dann rausbringen möchte. Und eigentlich bin ich jetzt so voll in der Materie da drinnen, dass alles andere an mir vorbeigeht. Ich meine, Gott sei Dank habe ich meine Frau, die sich um die ganzen Sachen kümmert. Aber ich sitze am Computer dort und schreibe und schreibe und schreibe und schreibe. Gibt man denn dann eigentlich seinen Mitarbeitern irgendwelche Aufgaben, wenn man sie jetzt alle nach Hause schickt? Müssen die fit bleiben, falls es doch dann wieder schneller losgeht, als man denkt? Ja, Mitarbeiter in dem Sinn haben wir eigentlich ja nicht. Die Schauspieler sind freischaffend bei uns. Und ich habe lediglich eine Sekretärin, die im Büro sitzt. Und sonst machen wir eigentlich alles selber. Ich sage ja immer, wir betreiben Selbstausbeutung in der besten Form natürlich. Ja. Ja, Frau Gronemeyer, wie sieht denn das bei Ihnen aus? Ich meine, Sie haben ja nun auch, glaube ich, Schauspieler, die sehr regelmäßig bei Ihnen auftreten. Haben Sie die mit Aufgaben sozusagen ins Homeoffice entlassen?
Ja, wir haben ein festes Ensemble natürlich, zurzeit 8 Schauspieler, aber die sind unterschiedlich beschäftigt. Also wir sind natürlich sehr darum bemüht, das junge Publikum mit dem in Kontakt zu bleiben. Im Kinder- und Jugendtheater geht es ja viel um Partizipation, um Mitmachen. Und unsere Schauspieler, die produzieren im Moment viele kleine Videoclips mit Zusammenhängen, Einführungen in die Stücke, die wir spielen, die wir auch online zeigen zum Teil im Moment. Also damit sind die sehr beschäftigt. Aber 2 unserer Schauspieler sind im Moment auch in der Feuerwache tätig, in der Feuerwache 2 in München, und sind da an einer Hotline beschäftigt, weil es gibt eine große Solidarität auch der städtischen Mitarbeiter, dass die auch in anderen Abteilungen jetzt aushelfen, wo Not am Mann ist, wo die Drähte heiß laufen. Und da haben wir eben auch jetzt 2 Schauspieler abgestellt, dort einen Telefondienst mit zu übernehmen. Ja, einfach mal in die Runde gefragt, gibt es in Ihrem Ensemble oder bei Ihren Mitarbeitern jemand, der Corona hat, der die Krankheit hat? Oder sind Sie glücklich und bei Ihnen gibt es das noch nicht? Gott sei Dank nicht, ne? Gott sei Dank nicht. Bei uns gibt es bis jetzt noch nicht, nein. Und bei Ihnen auch nicht, Herr Mayer, oder? Alles noch gesund. Corona, ist das das mexikanische Bier oder was ist das eigentlich? Ja, ja, genau. Nein, bei uns ist alles gesund. Ich habe gehört, dass sich das Bier jetzt in Amerika ganz schlecht verkauft. Ja, ich habe es auch gehört und musste lachen, natürlich. Ja. Ja, ich meine, man weiß es ja wirklich nicht, ob nicht vielleicht doch jemand schon infiziert war oder ist. Wir sind da sehr, sehr vorsichtig, sobald jemand ein bisschen erkältet ist, darf er sich im Theater nicht mehr blicken lassen. Die meisten sind aber sowieso im Homeoffice, da machen wir tägliche Videokonferenzen, sind miteinander verbunden, planen und so weiter. Aber es hat keiner jetzt, ist positiv getestet, aber es werden ja auch viele gar nicht getestet. Ja, Frau Freitag, wie gehen Sie denn damit um? Sie haben doch sicherlich viele Stücke schon vorprogrammiert und auch Verträge mit den Schauspielern gemacht. Wie geht man dann damit jetzt um, wenn man gar nicht weiß, wie lange dieser Stillstand überhaupt noch anhält? Ja, wir haben jetzt vom laufenden Stück, das wir ganz schnell beenden mussten, da war die letzte Vorstellung am 15. März. Da versuchen wir, die Schauspieler in Kurzarbeit unterzubringen. Die haben wir also alle angemeldet. Auch für das nächste Stück, wo wir befürchten, dass wir wahrscheinlich nicht spielen dürfen, werden wir die Schauspieler auch versuchen, in Kurzarbeit anzumelden, und alles, was dann kommt, hoffen wir, dass der Vorhang wieder aufgeht. Mhm. Was wir jetzt auch das Problem haben, wir mussten auch eine Tournee absagen mit über 30 Vorstellungen, da konnten wir nur 3 spielen. Auch die Schauspieler haben in Kurzarbeit gemeldet, also ist schon auch sehr tragisch für die Schauspieler selber. Ja. Frau Grundmeier, Sie haben gesagt, dass Sie also viel jetzt auch experimentieren und auch ins Internet stellen. Da sagen Theatermacher, dass das auf der anderen Seite auch ein bisschen fragwürdig ist, weil man ja nun sozusagen Inszenierung umsonst ins Internet stellt. Und zum einen ist Theater natürlich etwas, wo man sich gerne versammelt. Und zum anderen ist es etwas, wo auch mit Geld verdient werden muss. Und im Internet ist es ja schwierig. Ja, im Kinder- und Jugendtheater ist das Geldverdienen ja nicht so die Hauptsache, die man da macht. Und es ist, glaube ich, jetzt wichtiger, dass die Kinder, die alle zu Hause sitzen, denen fällt die Decke auf den Kopf, die wissen nicht, was sie machen müssen, was sie machen können, dass die versorgt werden von uns auch ein Stück weit. Das ist, glaube ich, erstmal das Wichtigste für uns. Wir bleiben in Kontakt mit den Kindern und Jugendlichen der Stadt. Und das heißt, ist ja jetzt auch ja hoffentlich nur vorübergehend. Also das ist jetzt nicht die Abschaffung des Theaters, sondern ich sehe da auch eine tolle, spannende Erweiterung unserer Möglichkeiten. Denn wenn man jetzt so, wir werden am Freitag zum Beispiel ein Stück live streamen. Das heißt, wir behalten den Live-Charakter bei. Das ist ein Stück, was sich dafür eignet. Die 3 Schauspieler sitzen alle in ihrem Wohnzimmer und spielen das Stück Haram, heißt es, die Geschichte einer marokkanischen Familie, aus ihrem Wohnzimmer live miteinander, so wie wir jetzt auch miteinander konferieren. Und das ist auch eine spannende Form, auf diese Weise auch die Kinder und Jugendlichen vielleicht mal zu erreichen, die sonst auch überhaupt nicht ins Theater kommen können. Davon gibt es nämlich auch eine ganze Menge. Mhm. Herr Peckney, ist das für Sie auch vorstellbar? Ich meine, Sie ziehen ja ein ganz anderes Publikum an. Sind die internetaffin? Kann man da sowas ausprobieren? Also unser Publikum ist eher nicht wirklich internetaffin. Außerdem, wir wissen ja alle, dass wir brauchen doch nur mal eine
Fernsehaufzeichnung von einer Oper oder von einem Schauspiel sehen, das verliert einfach. Das ist das direkte Erlebnis, wie Sie es ja in Ihrer Anmoderation schon gesagt haben, ist einfach das direkte Theatererlebnis ist mit nichts anderem zu vergleichen und es ist eine ganz unmittelbare Kunstform. Und das ins Internet zu stellen, also das, da bleiben 90% auf der Strecke, das machen wir nicht, das haben wir nicht vor. Aber es ist womöglich eine Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob das Publikum sich für sowas wirklich interessiert. Ja. Herr Mayer, können Sie sich das für die E-Mail-Bühne vorstellen, dass Sie einzelne Stücke ins Internet stellen? Ich meine, bei Ihnen ist es ja so auch eine Gastwirtschaft. Man sitzt ja da und schaut sich das an und man hat einen gemütlichen Abend. Irgendwie passt das ins Internet? Na, also eigentlich unser Theater passt. Diese Form ist für unser Theater eigentlich, glaube ich, nicht das Richtige. Ich habe mich damit auch überhaupt noch nicht beschäftigt, aber ich glaube, das kommt bei uns nicht in Frage. Ja, aber die Frage nochmal, Frau Grunemeyer, dass jetzt neue Formen entstehen, ist das, glauben Sie, etwas, das man dann auch nach dieser Epidemie weiterverwenden kann? Oder legen Sie das so an, dass es danach dann nicht mehr gebraucht wird und man geht sozusagen wieder in die alten Mechanismen? Also danach wird das Wichtigste wieder sein, der Lappen geht hoch und wir spielen live für unsere Kinder und Jugendlichen in direktem Kontakt. Das ist ganz klar, das ist das, was Theater am besten kann. Trotzdem sehe ich darin eine ganz große Chance, dieses neue Medium auch für uns Theater mal zu entdecken. Einerseits als ein Vermittlungsformat, denn es ist ein Kanal, über den wir gerade unser junges Publikum auch für das Theater interessieren können und auch unsere Stücke durch kleine Clips und so weiter aufmerksam machen können. Also wenn da eine Beziehung entsteht, ist da schon mal was gewonnen. Aber die neuen Formate, die interessieren mich auch sehr, zu sagen, wie kann denn Theater im Internet, was etwas anderes ist als ein normaler Mitschnitt, einfach ein totaler, wie kann Theater im Internet aussehen? Das Internet ist auch ein sehr partizipatives Medium, wie unser Kinder- und Jugendtheater auch. Da kann das Publikum auch mal mitreden und mitmachen. Und solche Chancen zu nutzen, das finde ich super spannend. Und ich denke, da ist auch Kunst möglich. Denn es gibt kein Medium, in dem man nicht auch Kunst machen kann. Es kommt immer mehr auf das Wie an, als auf ob überhaupt. Also es gibt kein schlechtes Medium per se. Mhm. Herr Pecken, Sie sahen so aus, als wollten Sie was dazu sagen. Oder habe ich das falsch verstanden? Ich gebe sicher noch einiges zu sagen. Und das, was die Frau Grunemeyer von der Schaubühne sagt, ist für mich nachvollziehbar. Ich meine, ich hatte 20 Jahre eine Professur und das war absolut angelegt für experimentelle Experimente, experimentelles Gestalten. Und in einem Theater wie die Schaubühne, die ist ja dazu geradezu verpflichtet, mit all diesen Momenten, neuen Theaterformen auch zu experimentieren. Dafür wird sie ja auch subventioniert. Das ist bei uns ja überhaupt nicht der Fall. Ja, genau. Das heißt, die Schauburg. Schauburg, genau. Ja, sonst genau. Schauburg heißt das ja. Theater. Ja, Schauburg, ich kenne die Schauburg. Tolles Theater, großartig, was Sie auf die Beine stellen. Klar, mit öffentlichen Mitteln könnten wir auch noch viel, viel mehr erreichen. Herr Pecknig, ich glaube, das brennt Ihnen natürlich auf den Fingernägeln und dann müssen wir drüber reden. Was würden Sie denn sagen, was so aktuell die Lage von Privattheatern ausmacht? Wie würden Sie das beschreiben? Na, die Lage ist, wie ich schon sagte, desaströs. Also wir haben ja auch genauso, wie wir es jetzt miteinander sprechen, was ich sehr, sehr schön finde, großartige Idee von Ihnen, auch mit den ganzen anderen Kollegen verteilt über ganz Deutschland gesprochen. Also da ist kein Privattheater, dem es da wirklich besser geht. Klar, wir haben Kollegen, die werden subventioniert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben annähernd die Größe der Münchner Kammerspiele. Ja. Das muss allen mal bewusst werden und auch dem Publikum, den Zuschauern, die München TV sehen. Und wir sind so groß wie die Münchner Kammerspiele. Wir haben vielleicht 20 Plätze weniger. Wir spielen 400 Vorstellungen im Jahr. Wir erreichen 120.000 Menschen in einer Spielzeit. Wir haben 10 Produktionen, fast alles Eigenproduktionen. Und wir kriegen keine Subvention. Die Kammerspiele kriegen in alle 11 Tage 1 Million Euro. Das heißt am Tag fast 100.000 Euro. Und wenn wir einmal nur das bekommen würden in dieser wirklich existenzgefährdenden Krise, was die Kammerspiele alle 11 Tage kriegen, alle 11 Tage, dann wären wir ja schon glücklich. Und das, finde ich,
würde ich schon gerne einfach mal publik machen und in der Breite auch dem Publikum sagen, wie desaströs es momentan für uns aussieht und für die ganzen Kollegen in Deutschland genauso. Ja, die Politik hat ja viel versprochen, aber es ist halt noch in der konkreten Umsetzung natürlich noch nicht allzu viel passiert. Deshalb also kann ich natürlich auch die Angst gerade von privaten Theaterhäusern sehr gut verstehen. Herr Mayer, ist denn die Schließung Ihres Theaters existenzbedrohend? Ja, insofern, weil ich nicht weiß, wann das wieder anspringt. Und das springt sicher nicht vor Herbst wieder an. Weil ich kann mir nicht vorstellen, wenn da die Normalität wieder einkehrt, dass die Leute jetzt dann alle ans Telefon rennen und Theaterkarten stellen wollen. Also das geht ganz seicht los, glaube ich. Und insofern ist natürlich schon ein bisschen ein Damoklesschwert über unsere Köpfe. Das kann ich mir schon vorstellen. Haben Sie sich ausgerechnet, wie lange Sie das aushalten könnten in der jetzigen Situation? Ja, ausgerechnet, das möchte ich gar nicht machen, weil doch wird die Stimmung nur schlecht. Aber ich blicke da schon gut in die Zukunft und ich habe das Theater jetzt auf 54 Jahre und da haben wir einige Krisen gehabt und dann habe ich immer gesagt, dann ist immer wieder ein Engel übers Haus geflogen und dann ist es wieder weitergegangen. Frau Grunemeyer, klar, Sie werden subventioniert. Wie viel Prozent der Einnahmen müssen Sie generieren, um sozusagen Ihren Anteil zu erfüllen? Ich würde sagen ungefähr 10%. Und das ist auch aus dem Grund richtig so, das Kinder- und Jugendtheater, wir haben Eintrittspreise von durchschnittlich 5 Euro pro Karte. Und das muss auch so sein, weil wir wollen, oder die Stadt will auch, wir sind ja in städtischer Trägerschaft, dass alle Kinder und Jugendlichen der Stadt dieses Angebot wahrnehmen können. Wir sind auch ein wichtiges Institut der kulturellen Bildung. Und deswegen darf das nicht keine Barriere sein, der Ticketkauf für die Kinder der Stadt. Und Sie wissen ja selbst, dass die kinderreichen Familien oder die Kinderfamilien, das sind nicht oft die reichsten Familien der Stadt. Also das ist genau richtig, dass wir von diesen Einnahmen nicht so abhängig sind. Und es gibt, glaube ich, kaum eine Theaterform, die so dringend in die öffentliche Hand gehört wie das Kinder- und Jugendtheater, damit Kinder und Jugendliche teilhaben können. Ja, da haben Sie natürlich im Vergleich vielleicht zu anderen städtischen Theatern ein gutes Argument. Herr Becken, was glauben Sie, wie lange Sie es aushalten würden in dieser jetzigen Situation? Wann würde es für Sie schwierig werden? Auf welchem Punkt? Da würde ich gerne an die Frau Freitag kurz mal weitergeben, aber ich möchte auch was dazu sagen. Ja, klar, wir haben ein relativ gutes Polster uns geschaffen mit einem Stück mit Sonny Boys, mit Peter Weck und Friedrich von Thun, das eben vor Weihnachten fast 60 Vorstellungen hatte. Klar, und dann muss ich noch etwas dazu sagen. Wir finanzieren uns ja noch über ein zweites Unternehmen. Wir haben ein Tourneeunternehmen, wir haben 3 große LKWs. Alles muss am Laufen gehalten werden, alles mit eigenen Einnahmen, mit eigener Erwirtschaftung. Und jetzt sollte eine Tournee laufen, die gut verkauft war. Wir hatten eine Premiere von dieser Tournee und eine Vorstellung und dann sind 30 Vorstellungen zeitgleich sozusagen mit unserem jetzt nicht mehr laufenden Stück ausgefallen. Also wir haben uns fehlen im März und bis Mitte April insgesamt 60, 65 Vorstellungen. Und das kann man sich vorstellen, dass das einfach ein immenser Verlust ist. Wir reden von einem Verlust nur im März von 400.000 Euro. Also wir können noch ein bisschen durchhalten, aber so wie der Herr Mayer von der IBA-Bühne bis zum Herbst, das ist ja ein halbes Jahr, das schaffen wir nicht. Mhm. Frau Freitag, Was könnte man tun, um die Einbußen zu minimieren? Ja, wir sind schon dankbar, dass unsere Abonnenten uns bisher die Treue halten und die Karten nicht zurückgeben. Also der überwiegende Teil davon tauscht es im Moment in Gutscheine ein, wo wir sehr dankbar darüber sind. Und alles Weitere muss man einfach sehen. Wir hoffen, dass so schnell wie möglich der Vorhang wieder hochgeht und auch, dass wir die Gastspiele weiterspielen können, ja, weil wir eben das Haus unbedingt die Einnahmen aus den Gastspielen benötigen, das ist das Problem. Mhm. Und ohne Unterstützung wird es ganz eng, wenn es bis in den Herbst geht. Das wird nicht gehen. Also von der Schauburg könnte man sagen, dass Sie eigentlich, weil Sie ja auch von der Stadt unterstützt werden,
eigentlich nicht von der Schließung bedroht ist. Das ist eigentlich auch egal, wie lange es andauert. Kann man das so formulieren? Nein, das kann man nicht so formulieren, weil ich denke, grundsätzlich sind wir ja, wir sind in städtischer Trägerschaft, wir sind kein unterstütztes Theater, sondern wir sind von der Stadt finanziert. Die Stadt erlaubt sich den Luxus, ein Kinder- und Jugendtheater zu betreiben oder die Kammerspiele zu betreiben und um damit auf einem hohen Niveau für das Publikum der Stadt Theater gemacht wird. Und unterstützt wird dabei ja vor allen Dingen, wir werden ja nur ganz normal bezahlt und auch nicht zu üppig unsere Schauspieler, sondern unterstützt wird ja vor allen Dingen der Theaterbesuch. Also gefördert wird ja sozusagen der Ticketbesuch, dass die Zuschauer sozusagen ein Ticket zu einem Preis bekommen können, der niedrig ist. Trotzdem ist das eine freiwillige Leistung der Stadt aus Steuergeldern. Und wenn die Stadt in große Bedrängnis kommen wird, dann ist natürlich grundsätzlich auch immer die freiwilligen Leistungen im Kulturbereich, die sind immer gefährdet. Das heißt, erstmal sind unsere Mitarbeiter feste städtische Angestellte, aber alle Künstler haben auch nur befristete Verträge von 1 oder 2 Jahren. Das ist natürlich auch in einer gewissen Unsicherheit. Das muss man auch so sehen. Aber ich vertraue sehr auf die Bürger der Stadt München, die unglaublich kulturaffin sind, die sich über ihren Stadtrat ja auch dieses Kulturprogramm selbst gewählt haben und selbst genehmigen. Und das ist ja auch gemeint, es ist ja ein demokratischer Vorgang, die Förderung oder der Unterhalt von Theatern. Und ich hoffe sehr, dass diese kulturaffine Stadt weiterhin das auch als eine ganz wichtige Grundversorgung für sich wahrnimmt, dass diese Stadt Theater betreibt für ihr Publikum. Ja, es werden natürlich ungeheure Kosten auch jetzt auf die Stadt zukommen, weil natürlich viel gefördert und unterstützt werden muss. Und da kommen natürlich von allen Seiten jetzt Ansprüche oder ja, die Bedürfnisse, die da an die Stadt herangetragen werden, die werden nicht wenig sein. Herr Mayer, was sind Ihre Forderungen an die Politik? Denn noch gibt es ja lediglich Absichtserklärung. Ja, mein Gott, was ist denn da? Naja, dass man einfach Zuschüsse erhält und dass man eben, was ich ja befürchte, dieses halbe Jahr dann überstehen kann. Ich muss natürlich sagen, dass ich von der Augustiner Brauerei, von denen ich das Theater ja gepachtet habe, dass ich da eine sehr, sehr große Unterstützung habe. Und ob natürlich auch, weil das Theater relativ klein ist, nicht diese Betriebskosten, was wie die Komödie oder die Schaubühne, das ist natürlich klar. Ja, das, was für den Herrn Mayer die Augustiner Brauerei ist, das ist vielleicht für Sie, Frau Freiter und Herr Cockney, vielleicht das, der Bayerische Hof. Kann man das so formulieren? Das kann man schon so formulieren und das ist auch ein sehr gutes Verhältnis, was wir zu Ingrid Volkert haben, zur Chefin des Bayerischen Hofes. Nur, ich komme gerade direkt jetzt aus dem Bayerischen Hof, nicht um Gespräche zu führen, weil ich habe geradezu eine Scheu, Ingrid Volkert darauf anzusprechen. Das Hotel ist leer, da sind gerade, logieren gerade 3 Gäste, die per Zimmerservice ihre Mahlzeit zu sich nehmen, weil ja alle Restaurants dort geschlossen sind und die hat ja so immense Einbußen auch von ihrer Vermietung und von ihrer Auslastung, die ja überhaupt nicht besteht, weil nur 3 Gäste da sind. Trotzdem hat sie mir schon signalisiert, sie würde uns die Miete stunden und aufteilen oder splitten. Ja, das ist liebenswürdig, ist nicht Stunden. Also eine Forderung zu Stunden nützt nur bedingt was. Es sind massive Kosten, die wir dringend Müssel, die wir brauchen und wir erwirtschaften das jetzt nicht. Also da werde ich schon mit ihr nochmal darüber sprechen müssen, aber wahrscheinlich wird sich das nicht anders machen lassen. Wir zahlen eine hohe Miete, klar, für ein wunderschönes Theater in einem großen, tollen Hotel in einer Bestlage Münchens. Man kann sich natürlich auch fragen, was passiert in dem Theater, wenn Sie es nicht mehr bespielen? Nicht? Also von daher ist da, glaube ich, auch von dem Bayerischen Hof das Bedürfnis da, dass das gut weitergeführt wird. Wir wollen uns, dass die Frau Freitag und ich überhaupt nicht ausmalen, dass es mit diesem Theater nicht weitergehen könnte oder sollte. Und das sind viele, viele Münchner, die das genauso sehen, die wirklich uns lieben und uns die Treue halten. Und wir haben ein tolles Publikum. Heute zum Beispiel ruft die Thekla Carola Wied an und sagt, sie hat einen Artikel von mir gesehen und will spontan sagen, sie möchte uns 2 Abende schenken, für die sie sonst hohe Gagen verlangt, 2
2 Leseabende. Also solche Bekundungen des Zusammenhalts kriegen wir, auch eine Vermieterung. Wir haben insgesamt 12 Künstlerwohnungen gemietet, also einfachste Wohnungen, in denen wir Schauspieler unterbringen, die nicht aus München sind. Weil klar, wir nehmen auch mal Schauspieler aus Hamburg, aus Berlin, von irgendwo anders her, die einfach genau auf dieses Rollenprofil passen, das wir besetzen wollen, besetzen müssen. Und diese Vermieterin sagte uns, Herr Regni, ihr müsst keine Miete zahlen für 5 Wohnungen, die sie uns vermieten würde für 2 Monate. Das sind Glücksmomente. Motiviert geht es weiter mit Menschen in München, präsentiert von der Legion Akademie. Menschen in München mit Jörg van Hoven. Frau Freitag, mal eine provozierende Frage. Also der eine oder andere fragt sich, warum private Boulevardtheater überhaupt unterstützt werden müssen, wenn die sich nicht selber tragen. Pech gehabt. Ich denke ganz einfach, dass das Publikum das Boulevard gerne sehen möchte, genauso unterstützt werden sollte wie die Kammerspiele oder wie das Volkstheater. Es gibt genauso das Bedürfnis, solche Stücke zu sehen. Und warum sollen wir nicht gefördert werden? Ich meine, 120.000 Zuschauer im Jahr ist bestimmt schon irgendwo ein Beweis dafür, dass das ja schon gerne gesehen wird. Wie sieht es mit der IBA-Bühne aus? Wenn da die Leute sich fragen, warum muss es das Theater geben? Ich meine, die Frau Gronemeyer hat natürlich das Argument mit den Kindern. Das ist sehr stichhaltig. Was haben Sie für ein Argument, Herr Meyer? Dass es die IBA-Bühne gibt? Ja. Ja, die IBA-Bühne. Warum muss die IBA-Bühne weiter existieren? Ja, weil die IBA-Bühne, denke ich mal, für Tradition steht und Tradition im besten Sinne und Volkstheater auch im besten Sinne. Und insofern meine ich, muss die Bühne weiter existieren. Schon, dass ich was zum Sagen habe, weil was da denn ohne die Bühne? Glauben Sie an einen Paradigmenwechsel eigentlich, Frau Gronemeyer? Glauben Sie, dass es nach dieser Krise tatsächlich große Verwandlung geben wird für das Theater? Also ich glaube, wir denken alle in dieser Zeit nach, was wirklich wichtig ist, was wesentlich ist, wofür wir uns einsetzen wollen. Vielleicht denken wir wieder politischer, denken über Globalisierung neu nach. Da wird uns das alle inhaltlich weiterbringen. Ich wäre jetzt noch mal vorsichtig, ob das jetzt gleich das ganze Theater abschafft oder unser System total verändert. Also ich glaube, dafür sind wir doch eine sehr stabile Gesellschaft und haben eine lange Kulturtradition, ein langes Bewusstsein dafür. Und hat auch schon das deutsche Theater hat schon viel, viel größere Krisen im 20. Jahrhundert, Weltkriege und so weiter überstanden. Ich glaube, das wird weitergehen. Und vielleicht eine Sache finde ich noch mal besonders daran. Ich glaube, das Theater ist ja wirklich, es wurde gerade am Anfang gesagt, das Medium der Anwesenheitskommunikation. Man kommt zusammen. Und wenn man jetzt so getrennt voneinander ist, dann wird dieses Bedürfnis aller Menschen, zusammenzukommen, zusammen etwas zu erleben, zusammen zu feiern, wieder stärker. Und da sind wir doch ein ganz toller Ort dafür. Und darum ist das auch so wichtig, dass die Kulturlandschaft so vielfältig ist und dass es, jetzt haben wir 3 ganz verschiedene Bühnen hier zusammen, dass wir alle zusammen ein großes, großes Publikum ansprechen und viele, viele unterschiedliche Bedürfnisse befriedigen. Und deswegen braucht es uns alle gleichermaßen. Ja klar, und das ist natürlich in Deutschland auch ziemlich einmalig. Also da gibt es, wenn man sich da andere Länder anguckt, eine so große Vielfalt, wie wir sie hier haben, die ist schwer zu finden in anderen Ländern. Worüber ich auch noch mal ganz gerne mit Ihnen kurz drüber sprechen möchte, das sind natürlich auch die Künstler, die Schauspieler. Wie kann man denn jetzt freien Schauspielern, freien Gastkünstlern, wie kann man denen helfen? Herr Peckny, was kann man für die tun? Naja, die Frau Freitag hat ja schon gerade erwähnt, dass wir niemanden einfach so sagen, das Stück kommt jetzt nicht, wir können nicht weiterspielen, sondern wir versuchen, die in Kurzarbeit zu schicken. Und das wird uns auch so gelingen, dass das zumindest abgefedert ist. Klar, unsere Künstler werden engagiert, so wie wir es uns vorstellen, wie wir das Stück besetzen, wir zusammen auch mit dem Regisseur.
Und deswegen es ist es völlig ausgeschlossen, dass wir natürlich ein festes Ensemble haben. Das ist auch gar nicht die Tendenz. Das ist in anderen Ländern ja auch nicht so. Das ist also nur in Deutschland und in Österreich und der Schweiz ist sowas denkbar. Also wir kümmern uns schon darum, dass die nicht auf der Straße stehen. Ich würde gern noch eine Sache, wenn Sie mir gestatten, Herr von Hofen, noch dazu, zu dem Kinder- und Jugendtheater sagen. Klar, uns ist bewusst und ich weiß ganz genau, wie wichtig es ist, dass Kinder- und Jugendtheater stattfindet. Ja, deswegen machen wir, das hat die Frau Bönisch, also meine Vorgängerin, ja schon vor Jahren initiiert, machen wir auch ein Kinderstück jedes Jahr. Dieses Kinderstück machen wir mit allem Herzblut, das wir haben. Also das ist uns, liegt uns so sehr am Herzen, wissend, wenn wir damit anfangen, dass wir da eigentlich drauf zahlen. Klar, bei uns kostet die Karte nicht 5 Euro, ich glaube, sie kostet 7 Euro. Und trotzdem, natürlich können wir uns damit nicht über Wasser halten. Aber uns ist es so wichtig, dass das Kinderstück stattfindet. Und das hat eine große Resonanz und wir spielen vom Kinderstück ungefähr 22 Vorstellungen. Ja. Also Sie haben das vorhin schon mal angesprochen mit dem Publikum, ja, inwieweit das Publikum Sie unterstützt. Und in der Komödie haben Sie gesagt, da sind tatsächlich Karten zurückgegeben worden, beziehungsweise nicht zurückgegeben worden und die Leute haben einfach die Verluste hingenommen. Ist das die Mehrheit oder wie sieht das eigentlich aus? Es ist so, 2/3 unserer Besucher haben wirklich die Karten und Gutscheine umgetauscht. Ja, ungefähr 1/3 wollte das Geld bisher zurück. Und wir hoffen, dass das Publikum eben weiter auch mit Gutscheinkauf uns über die schwere Zeit jetzt erstmal hinweghilft. Ja. Herr Mayer, wie kann das Publikum Ihnen helfen? Was würden Sie gerne als Unterstützung von den Leuten sind, denn Sie haben ja auch ein sehr treues Publikum. Was würden Sie gerne von diesem Publikum, also nicht, ich sage jetzt mal nicht erwarten, aber was würden Sie sich wünschen? Ja, dass Sie uns weiterhin treu bleiben und das kann ich auch annehmen. Und ich sehe ja so einige schöne Sachen. Sind im Herbst also etliche Vorstellungen ganz gekauft worden von Firmen oder Feiern oder sonst was. Und da ist ein großer Teil von diesen Geldern, die da fällig werden, aber erst im November oder was, jetzt schon überwiesen worden mit der Begründung, das tut das sicher gut, wenn man jetzt schon überweist. Mhm. Und das finde ich weiter. Und da merkt man, dass den Leuten auch was daran liegt, dass das Theater weiter existiert. Mhm. Herr Pecknick, können Sie sich vorstellen, dass das Theater an dieser Krise wächst? Unbedingt. Ich kann mir schon vorstellen, dass das Publikum mit einer großen Dankbarkeit, wenn das Publikum dann die Scheu überwunden hat, dass man dicht an dicht im Theater sitzt, dass sie mit einer großen Dankbarkeit sagen, endlich seid ihr wieder da. Ja, ich glaube, das Publikum werden wir nicht verlieren. Nur das, was Herr Mayer vorher schon sagte, erstmal, Sie müssen doch nur beobachten, die Bögen, die Menschen um andere Menschen auf der Straße machen, die werden ja von Tag zu Tag größer. Und wir haben ja das Gefühl, man muss ja praktisch die Straßenseite wechseln oder eine Kurve, um einem entgegenkommenden Menschen zu machen. Also der Herr Mayer hat erst auch sehr die Bedenken geäußert, wie soll das gehen, dass man dicht an dicht im Theater sitzt. Das ist natürlich eine große Sorge, die ich auch habe. Mhm. Ja, also man kann ja überhaupt nichts dazu sagen, wie lange das noch dauert. Dazu sind wir alle keine Ärzte, keine Virologen. Das sollte man auch wahrscheinlich, in diese Diskussion sollte man sie nicht rein verirren. Denn ich habe einfach auch festgestellt, dass in der letzten Zeit so viele Menschen plötzlich ein Corona-Wissen haben, dass das auch schon erschreckend ist. Aber vielleicht nochmal zu dem Kindertheater. Merken Sie, dass es den Kindern, oder wie merken Sie, dass es den Kindern fehlt? Wir einfach durch die Resonanz auf das, was wir im Moment online stellen. Also wir haben letzte Woche ein kleines Figurentheaterstück, was sich übrigens sehr, sehr gut abfilmen lässt, online gestellt. Und das haben an einem Nachmittag 800 Kinder in Haushalte in München angeklickt und gesehen. Und die Eltern haben uns kleine Videos geschickt, wo sie die Kinder zeigen, wie sie vor dem Bildschirm sitzen und Spaß haben, auch beim abgefilmten Theater. Und da haben wir gemerkt, okay, das ist offensichtlich ein Angebot, was denen fehlt, was die gerne weiter wahrnehmen. Also so viel 800
Zuschauer an einem Wochenende, das ist für uns, wir haben ja nur 200 Plätze, das ist viel. Hm. Hm. Hören Sie irgendwas vom Kulturreferat, Frau Freitag? Weil ja. die sind ja dann eigentlich auch dafür zuständig, dass wie es in der Kultur, wie es im Theatergeschäft weitergeht. Ja, also wir haben jetzt einen Brief geschrieben an den Herrn Oberbürgermeister Reiter und an den Herrn Ministerpräsidenten und hoffen einfach auf Unterstützung, dass das kommt. Aber die haben sicher viel zu tun und ja, wir hoffen, dass bald eine Reaktion erfolgt. Ja, Kommunikation gerade aus dem Referat ist natürlich ungeheuer wichtig, denn ich könnte mir vorstellen, dass gerade die Künstler gerne Antworten, nicht unbedingt Antworten hören möchten, aber doch aufgeklärt werden möchten über die Situation, wie sie ist. Und haben Sie, Herr Mayer, haben Sie was vom Kulturreferat gehört? Eigentlich noch nie was vom Kulturreferat gehört. Ich habe auch nie nachgefragt und es war ja immer vom Vorgänger, vom Ude, der liebste Satz, dass er gesagt hat, dem Stadtkämmerer ist die Überbühne die liebste Bühne, weil es keine Subventionen verlangt. Ja, genau. Könnten Sie sich ja eigentlich auch überlegen in der Komödie, dass man vielleicht einen großen Sponsor findet, so wie es auf der Überbühne der Fall ist? Ja, natürlich. Ich warte darauf, dass das Telefon... Ja, doch, Sie haben ja einen Augustiner, aber Herr Pegny, wäre das nicht noch eine Überlegung, dass man noch mal guckt, ob es einen großen Sponsor gibt? Ja, wäre großartig, wäre toll. Klar, müsste man sich intensiv drum kümmern. Ja, wir haben halt einfach, ich sage es einfach noch mal, wir sind vergleichbar in der Größe mit den Münchner Kammerspielen. Wir brauchen mehr Personal, damit solche Dinge, wir haben auch keinen Freundeskreis, der uns fördert, den viele andere Privattheater haben. Ja, man muss sich um sowas kümmern. Aber wir haben 20 fest angestellte Menschen in unserem Theater und ungefähr nochmal 20 Freischaffende, die dazukommen, die also in Aushilfspositionen sind, mit dem Tourneetheater. Das dürfen Sie ja nicht vergessen. Das ist ein unglaublich, wenn Sie die Tourneevorstellung dazu rechnen, dann spielt unser System, also unser die Komödie im Bayerischen Hof und das Tourneetheater, dann spielen wir im Jahr um die 600 Vorstellungen. Das darf man bitte nicht unterschätzen. Und das erwirtschaften wir alles ohne einen Cent Subvention. Vielleicht hört ja jetzt gerade ein potenzieller Sponsor zu und setzt sich mit Ihnen in Verbindung, was ich Ihnen wünschen würde. Und, Herr von Hofen, ich würde gerne noch das dazu sagen. Ich treffe den Oberbürgermeister immer wieder bei Veranstaltungen. Er besucht ja auch unser Theater und ist, glaube ich, erstaunt, wie toll das läuft. Das bekundet er auch. Und wie groß wir das hinkriegen. Grundsätzlich ist das Dilemma in Deutschland und im deutschsprachigen Raum das Boulevardtheater, also das mit Stars arbeitet. Wir machen ja kein minderwertiges Theater, sondern ein Theater für das Publikum, das zu uns kommt, ist dankbar, dass sie die Größen aus dem Fernsehen, wir können ja mit den ganz großen Schauspielern, die aus dem Fernsehen bekannt sind, aufwarten. Klar sind das auch hohe Gagen, die wir dazu zahlen haben. Die spielen auch gern bei uns. Aber es gilt immer noch als Boulevardtheater in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, als was Minderwertiges. Und das ist beleidigend für das Publikum, das wahnsinnig gern zu uns kommt. Wir haben vielleicht nicht das ganz elitäre Bildungspublikum, das einfach nur experimentelle Aufführungen sehen will, sondern die wollen einfach bei uns mal abschalten und auch genießen. Ja, Herr Weckny, Sie haben Ihr Publikum, da gibt es gar keine Diskussion. Ich wünsche Ihnen dreien jetzt an dieser Stelle, dass Sie sehr bald wieder den, Frau Grunemeyer hat gesagt, den Lappen, dass Sie den Lappen wieder hochziehen können. Und und dann würde ich mir wünschen, dass ganze Familien zu Ihnen kommen und den Theaterbesuch einfach wieder feiern und dass man ein kulturelles Fest daraus macht. Und mit diesen Worten möchte ich mich von Ihnen verabschieden und mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Zeit bedanken und dass wir ein bisschen Einblick bekommen haben, wie es in den Münchner Theatern zugeht. Herzlichen Dank. Danke. Dankeschön. Okay. Danke, danke. Das war Menschen in München mit Jörg van Hofen.
Menschen in München wurde Ihnen präsentiert von der Legend Akademie.